Fokus Fürth wird Ihnen präsentiert von der Infra Fürth. Für unsere Stadt am Werk. Hier im schönen Fürth wird gearbeitet, was das Zeug hält. Zusammen mit ihrem Team erwecken Verena Rothmann und Jonathan Kikowski das Kulturgewächshaus wieder aus seinem Dornröschenschlaf. Verena ist eigentlich gelernte Schneiderin und Jonathan Fotograf. Als dann 2015 Verenas Opa starb und ihr das riesige Grundstück vererbt hat, hat sich ihr Leben komplett verändert. Das Gewächshaus ist ja nicht mehr betrieben worden, also es stand leer. Und ich habe das dann halt einfach wieder so vorgefunden, bloß dass halt einfach dieses Leben in dem Gewächshaus gefehlt hat. Und genau, dann war dieser innere Wunsch da, dieses Gewächshaus wieder zum Leben zu erwecken. Also nicht nur mit Pflanzen, weil das, die gab es ja auch nicht mehr, das war komplett leer, sondern auch das wieder so mit Leben zu füllen. Das Grundstück zu verkaufen war und ist für Verena keine Option. Ganz im Gegenteil. Sie wollen hier einen Ort schaffen, der Landwirtschaft, Gartenbau und Erlebnis vereint. Also eine Art Abenteuerspielplatz für klein und groß. Da stört es auch nicht, wenn die Pflanzen auch mal kreuz und quer wachsen. Ich lasse halt ganz gerne auch Pflanzen, die sich da angesät haben, einfach stehen. Oder wenn ich nicht weiß, was da gerade sprießt, dann schaue ich nach. Und finde dann halt ganz viel heraus und lasse es halt dann auch wirklich so, also auch so ganz wilde Stauden, die dann auch mega gut für Insekten sind, lasse ich dann halt einfach stehen und versuche die zu integrieren. Also auch so diese Liebe zu wilden Kräutern oder wilden Pflanzen. Hier soll aber nicht nur ein Paradies für Pflanzen entstehen, sondern auch für Künstler. Denn aktuell ist das Team mit dem Bau von Bühnen beschäftigt, um auch für die Fürther Kulturszene einen Ort der Entfaltung kreieren zu können. Das Material, alles Recyclingprodukte. Was eben auch spannend ist, dass der Ort auch, also die Gestaltung des Orts hängt auch mit dem Material ab, was kommt, weil vieles kommt halt immer wieder mal so. Es ist ja nicht so, dass wir von Anfang an alles da haben. Und je nachdem, was reinkommt, beeinflusst das auch, wie wir Dinge bauen. So, das heißt, wenn wir ein Bauprojekt planen, wir haben eine Idee, ein Konzept und dann wird die Form ein Stück weit auch dadurch bestimmt von dem Material, was dann halt reinkommt. Das ist halt für uns eben auch spannend, dass es halt nicht eben von Anfang bis Ende alles durchgeplant ist, sondern dass es halt im Prozess auch entsteht. Ein Prozess, an dem Verena und Jonathan erstmal bis Mitte September feilen wollen. Denn dann wird offiziell eröffnet. Fokus Fürth wird Ihnen präsentiert von der Infra Fürth. Für unsere Stadt am Werk.